Wundervolle liebe Seelen, heute ist der 21. Juli. Ja, Sommersonnenwende. Eine ganz bestimmte und schöne Energie hat dieser Tag. Viele von euch, habe ich schon gehört, oder anders gesagt, haben es mir mitgeteilt, dass sie nicht richtig schlafen konnten heute Nacht, aufgewacht sind und ganz, ganz fit waren. Und das ist noch immer die unbewusste Freude auf dieses Fest. In uns steckt ja noch ganz viel Erinnerung, was unsere Seele früher erlebt hat am 21. Juni, der längste Tag. Eine große Vorbereitung hat damals stattgefunden mit schönen Blumenkränzen, mit schönen Kleidern oder eben auch nicht, wie man es wollte. Jede Seele war frei. Das Feuer wurde vorbereitet und es wurde gelacht und getanzt. Jung ob alt, alle waren zusammen. Und dieses Fest war einfach auch ein Fest der Dankbarkeit. Die Dankbarkeit stand immer im Vordergrund und all das, was sie nicht mehr wollten oder was wir nicht mehr wollten, haben wir mit in das Feuer genommen. Und da ist die Seele natürlich ganz, 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 ganz aufgeregt, weil hier konnten wir ganz viele alte Muster und Glaubenssätze, karmische Verbindungen und karmische Glaubenssätze, also das, was wir mitgebracht haben, von unseren Ahnen auflösen. Und da ist die Seele so dankbar, dass es diesen Moment gibt, wo alle gleich sind, egal wie alt der Körper ist. Alle haben sich hingegeben. Wir haben uns hingegeben, voller Freude. Ja, voller Ekstase, die Ekstase der Liebe und nicht das, was man heute daraus macht. Unter freiem Himmel. Was bedeutet das, freier Himmel? Der Himmel war frei. Alles war offen. Und weil dieser Gedanke und diese Erinnerung unserer Seele noch daran ist, haben einige von uns heute Nacht schon in Vorfreude geschwelgt, ohne tatsächlich zu ahnen, warum bin ich so wach, warum bin ich so fit, wieso kann ich nicht schlafen? Weil du glücklich bist, weil du dich gefreut hast auf dieses Fest, ganz unbewusst. Und diese Freude, diese magische Zeit erweckt jetzt noch mehr Erinnerung an das, was wir sind. Mächtig, wissend, liebevoll. Und ich sage immer, ich übernehme meine Macht. Also Eigenermächtigung, Selbstverantwortung. All das bringt diese Erinnerung mit sich. Fühl mal hinein. Wie fühlt sich das an? Ich bin mächtig über mich. Ich habe meine Macht. Ich entscheide, wohin ich gehe. Mit wem ich gehe, mit wem ich bin. Und diese Freiheit und dieses Knistern des Feuers ist die pure Freude der Seele, die einige von uns, die der Natur sehr verbunden sind, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Göttern, mit Gott, den Engeln, den Lichtkräften, ganz stark in sich gespürt haben.
Ein Ruf. Wach auf. Wach auf. Geh raus. Tanze. Freu dich. Bald ist es soweit. Wir alle können uns vereinen. Ja. Und ich habe ein wunderschönes Video dazu entdeckt. Das war auch wieder so ein Zufall. Uns fällt es ja zu, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Und das ist von dem Wolf-Dieter Stoll. Er spricht über die Sommersonnenwende und wie das früher so war. Und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, wow, ja, ich fühle es. Es geht nicht um die Einzelheiten. Es geht nicht um, war das die Pflanze, war das nicht die Pflanze? Hat man das so gemacht oder so gemacht? Es geht um die Energie. Schaut euch mal dieses Video an, hört mal, was er sagt und ob das wieder in euch klingt. Und wenn es wieder in euch klingt, dann gebt euch hin. Ja, und vielleicht können wir uns alle miteinander verbinden zur Sommersonnenwende oder Sommersonnenwende. Das ist egal. Die Absicht zählt, die Erinnerung daran. Lasst uns tanzen. Lasst uns dankbar sein für all das, was wir hier erleben. Das Schöne. Und auch das weniger Schöne. Das weniger Schöne lässt uns doch erst recht in die Dankbarkeit kommen. Und ist es nicht so, wenn eine Zeit vergangen ist, dass wir dann sagen können, gut so. Gut so, wie alles gewesen ist. Dadurch habe ich das erfahren, dadurch bin ich hier weitergekommen, dadurch habe ich das nicht gemacht, dadurch habe ich das gemacht, ich habe Mut bekommen. Ich stehe zu mir selber durch diese Erfahrungen. Also machen wir weiter in dieser Zeit mit Dankbarkeit und tanzen mit den Ahnen. Heute an diesem wunderbaren Energietag. Und ja, es werden neue Weichen gestellt. Und immer wieder trifft es uns, das heißt unsere Entscheidung. Wie und wo will ich leben? Was möchte ich erleben? Nur der Zweifler empfängt nichts. Also mach dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Hol dir Bilder, hol dir Erinnerungen, geh in Meditation, was immer du möchtest. Tanze, lache, mach dir schöne Musik, schöne Frequenzen. Und vielleicht erlebst dann auch du, wunderbare Liebesseele, was viele von uns schon sehen, was auf uns wartet. Unvorstellbar Schönes. Und es ist gut, dass wir uns das nicht vorstellen können, denn jede Vorstellungskraft würde es begrenzen. Also lasst uns das Leben feiern. Ich sage immer, das Leben ist wundervoll. Es ist perfekt. Und wir sind großartig, vollkommen, so wie wir sind. Und das, was wir uns vorgenommen haben, was wir lernen möchten, wo wir fühlen möchten, wie fühlt sich das an, das ist das Geschenk an unseren Körper. Unser Körper ermöglicht uns, diese Erfahrung zu machen. Also lasst uns das Leben feiern. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Und jetzt geht es mehr und mehr in dieses Wir. Gemeinsam. Gemeinsam erleben, gemeinsam teilen, gemeinsam feiern.
Gemeinsam. Gemeinsam gegen die Spaltung. Wenn ich das gar nicht an mich heranlasse, dann habe ich das nicht in meinem Feld. Ich reinige meinen Kanal und da darf nur die wundervolle göttliche Liebe sein, das göttliche Licht. Und alles andere segne ich zurück dorthin, wo es hergekommen ist und übernehme meine Macht. Immer und immer und immer wieder. Das ist ganz wichtig. Weil wir sind doch der Wandel. Wir sind doch das Geschenk hier auf Mutter Erde. Schaut euch mal die Natur an. Wenn ihr in der Natur seid oder eine schöne Blume anschaut oder ein Tier, einfach still und schweigend, da ist sie doch die Vollkommenheit. Und schon sind wir mit unserer Schwingung in der Liebe, in dem Licht. Und alles kann sich verändern in diesem Augenblick. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich vor langer, langer Zeit dafür interessiert habe. Was ist denn dahinter? Was ist denn hinter dieser Manipulation? Was ist denn dahinter, was so mächtig sein muss? Dass es uns für noch mächtiger hält, um uns zu stoppen. Wenn große Mächte sich aufmachen, große Mächte, dunkle Mächte sich aufmachen, uns zu unterdrücken. Ja, was sind wir denn dann? Sind wir dann nicht noch viel, viel mächtiger? Wenn es große Anstrengungen bedarf, den Himmel besprühen, uns vergiften wollen mit dem Wasser, Lebensmittel, Füllmittel. Und wir sind immer noch hier. Ja, was sind wir denn? Wir sind Schöpfer. Und genau dorthin möchte ich uns führen. Immer und immer wieder. Und ich bleibe dran. Ich bleibe dran, denn ich sage immer wieder, ich wäre nicht hier, wenn ich nicht wüsste, wie wunderschön es wird, was auf uns Wundervolles wartet, was für wundervolle Technologie wir nutzen. Wir nutzen, nicht benutzen lassen, uns. Wir nutzen, damit wir das, was wir können, mit in Einklang bringen. Wir sind nicht gegen, sondern wir nutzen es. Was wäre denn heute, wenn ich gegen wäre, dann würde ich jetzt nicht zu euch sprechen können. Dann hätte ich jetzt nicht die Möglichkeit und hätte hier etwas in der Hand, ein Telefon, ein Smartphone, ein Mobiltelefon, das von überall aus funktioniert. Also bin ich doch nicht gegen, sondern ich nutze diese wundervolle Energie. Und wenn noch mehr Energie kommt, in den Richtungen der Frequenzen zur Heilung, ja, dann ist doch klar, schaut doch mal, was da draußen ist. Die Krankenhäuser schließen. Kein Personal. Ja, kein Personal. Wo sind die ganzen Menschen hin? Ganz am Anfang, als ich den Kanal gegründet habe oder eröffnet habe, habe ich darauf hingewiesen, was in dieser Zeit geschehen wird. Und nach dieser Spritze, die wir frei wählen konnten, auch unter Druck, auch unter Zwang, freier Wille. Und jeder hat das gesehen, jeder hat gewusst, was kommt, wann er geht. Wann der schönste Zeitpunkt ist, um hier den Körper zu verlassen und als Seele mitzumachen. Die Seelen sind hier.
Die Körper sind vielleicht abgelegt, das Körperkleid, aber die Seelen sind immer um uns. Und genau das, was sie sich vorgenommen haben, in dieser Zeit nach Hause zu gehen, als Seele mitzufungieren, das tun sie. Fühlt mal. Fühlt da mal rein. Da haben sie eine ganz andere Kraft und Macht, dass sie uns noch mehr unterstützen können, als sie das vielleicht in ihrem kranken Körper konnten. Ich denke da so an ganz bestimmte Menschen, die von Anfang an, ganz bestimmte Seelen, die von Anfang an hier in der Bewegung mitgemacht haben, in der Aufklärung gedient haben und dann gesagt haben, so, mein lieber Körper, du darfst dich jetzt hinlegen. Ich mache jetzt als Seele weiter. Ich helfe. Das ist doch immer unser Wunsch. Ja. Wir alle kommen an diese Wahrheit. Und dann ist sie nicht mehr so furchterregend, sondern dann verstehen wir, dass das Alte zerstört wird, damit die neue Technologie Platz nehmen kann. Nicht gegen, sondern wir verwenden sie zusätzlich zu unseren Fähigkeiten. Wir unterstützen damit unsere Fähigkeiten. Das fühlt sich schon anders an, oder? Also, lasst uns feiern, diesen wunderbaren Tag. Den längsten Tag voller Dankbarkeit, voller Freude, voller Hingabe. Wie schön es ist, hier auf diesem Planeten zu sein, das mitzuerleben, was viele Generationen, viele Ahnen vor uns alles schon erlebt haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen, beschwingten 21. Juni 2023 und ich grüße euch in dieser wunderschönen, lichtvollen neuen Welt. Willkommen in der neuen Welt. Ab jetzt sind wir alle eins. Ab jetzt feiern wir das Leben. Alles Liebe und noch einen schönen Tag. Und ja, der Tag. Der Tag, der so hell ist, lange hell ist, das ist das Licht. Und das Licht sind wir. Und das feiern wir. Alles Liebe, eure Susanne.